Ich finde, Latras, also auch wie du es gesprochen hast, was auch sehr gut passt. Banane der Freundschaft. Erinnert mich immer an Galadriel. So ein bisschen. Echt? So erhaben. Ja, also ich finde es total. Garados war ich schon. Lapras ist zum Beispiel ein Pokémon, wo ich es hart scheiße finde, wenn ich ein männliches Lapras habe. Das muss in meinem Team weiblich sein. Ja. So. Das ist, oder ich will auch kein männliches Rossana haben, weißt du? Genauso will ich aber auch kein weibliches Glurak oder so. Das heißt, wenn das singt, das jetzt? Ich glaube, es ist einfach eine Happy Isitropi. Oh, Seemöpse sind cool. Seemöpse. Geht Ruppi. Spiel mit Hidrobi verstecken. Nur zu. Oh, nein, er? Ich will mich verstecken. Nein. Ich geb dir gleich einen Tipp. Hab ich dir jetzt eigentlich erzählt, dass ich mir unbedingt... Zentriere einfach die Kamera. Oh, er ist doch nicht direkt da. Da hab ich mich bei dem einen Part so aufgeregt, weil Hidrobi einfach 1:1 vor mir stand. Ich musste nur die Kamera zentrieren und ich hatte Hidrobi gesehen. Ich kriege sogar Hilfe ab und zu. Der bist du auf dem Holzweg. Da scheint Hidrobi nicht zu sein. Ich glaube, das ist falsch, ja. Hier gibt es hier Krabbis. Ich hätte jetzt mehr Eis-Pokémon, aber also nicht Krabbi. Du musst, glaube ich, nach rechts. Ja, das ist doch schon gut. Nee, doch, da ist er. Ansprechen muss ich. Yay, okay, das war jetzt anspruchsvoller als das letzte Mal beim Spielen. Hui! Ist das Pokémon dafür jetzt? Nee. Sprich mal Plaudergei an. Aber ich weiß, die Kiste kaputt machen. Tu es. Wie geht das? Stimmt, die Kiste. So. Sprich mal Krabi an, ich möchte, dass wir mit Krabi befreundet sind, Alter. Ja, für jeden. Müsste Krabi jetzt eigentlich seitwärts laufen, ne? Eigentlich schon, ne? Okay. Das sieht voll creepy aus, wie schnell er die Beine bewegt, ey. Lauf! Ja. Töte Krabi, töte Krabi, töte Krabi, töte Krabi. Einfach nur berühren? Ja, ich muss ihn nur rammen. Bam! Und der Bitch! Boom! Oh, nice. Freunde. Hallo Krabi. Yeah. Siehst du, das Spiel ist auch selber total rassistisch. Bist du mit einem Krabi befreundet, bist du direkt mit allen Krabis befreundet. Nee, es gibt keine Krabi-Individualität. Ich finde, das ist einfach Krabi so ein. Also, die haben einfach ein Sozialwesen, was man sich abgucken sollte. Ich spreche mal mit so einem Seemops, ich finde die cool. Boing! Seemops ist wirklich cool. Seemops! Viel Spaß in der Eiszone übrigens! Glaciola mag nach außen recht kühl wirken, aber sie ist ein wahrer Sonnenschein! Hör mal, lass uns Fang spielen! Tja, das ist ein Fehler, mach es anzusprechen. Ich hätte nein sagen können. Roll! Seemops finde ich auch echt wirklich cool. Oh, da ist sogar Octillery da hinten. Eines der Pokémon, die ich immer vergesse. Es gibt so manche Pokémon, die habe ich einfach nicht auf dem Schirm. Wenn ich mir denke, was gibt es noch so für Pokémon? Mhm. Und dann, wenn ich ein Bild sehe, denke ich mir, das gab es ja auch noch. Und Octillery gehört zumindest zum Beispiel dazu, weil ich auch nie gesehen habe, dass das einer competitive benutzt hat oder irgendwas. Das ist auch das, um nochmal auf Pokémon Go zurückzukommen, was mich ganz genervt hat. Dass diese Stärken einfach so eindeutig waren. Dass du immer die gleichen Pokémon in den Arenen gesehen hast und sowas. Ja. Du wirst aber nicht belohnt dafür, vielleicht mal ein anderes Pokémon zu trainieren. Ja. Das war halt echt scheiße. So, egal, ich nehme jetzt nur was, wo Sprechblasen davor sind. Ja, aber ich glaube, du warst gerade richtig in die Richtung, wo du gelaufen bist. Achso, wegen. Ach, du wolltest eh noch deshalb. War da aber auch Octillery? Ja. 40 Volt. So, das glaube ich auch, ja. Passt auch, der dicke Seemops. Mm. Der dicke Bengzack. Oh, guck mal, wer. Oh, Teddy Ursa. Nichts geht über Bärenmarke! Nee, das ist nichts, das ist keine Sprechblase. Sprech trotzdem mal mit dem Teddy Ursa, Alter. Dann fange ich doch eh wieder ihn gleich. Ja, dann und ist er aber unser Homie. Ja, so stimmt, da ging es ja auch noch. Das war mit ihm, ja. Ich finde cool. Das ist auch Killery. Oh, ups. Ich finde ihn cool, BAM! Ich mag er schmeckt ihn. Bestimmt super frittiert. Da muss ich an den Film denken. Octillery. Octopus-Boxer hier. Ach! Octopus-Wrestler, Octopus-Wrestler, boah. Ist der nicht ein bisschen anders? Nee, doch. Kalamari-Wrestler. Kalamari-Wrestler, oh yeah. Auch ein Film, den man sich angucken sollte. Definitiv. Ein Goldstück, der Kalamari-Wrestler. Ich mach den mal wieder. Mach mal. Du, wusstest du zum Beispiel, dass alle Octillery des Puckparks mit dir befreundet sein werden, wenn du mit mir Freundschaft spielst? Also, er ist der Boss, so der Octillery. Genauso verhält es sich auch bei Seemops und Teddy Ursa und allen übrigen Arten. Wie jetzt?
Also für alle. Ja, sag doch. Warum erwähnt ihr denn die zwei davor? Weiß ich nicht. Bist du mit einem befreundet, so gewinnst du alle Pokémon der entsprechenden Art als Freunde hinzu. Willst du nicht kämpfen und nun schon, wenn du schon mal hier bist? Oh ja, ich hab Dark Souls. Gekämpft. Dark Souls Boss. Verstehe. Das wird ein schönes Andenken. Okay. Wupp, wupp, wupp. Die Animation ist lustig. Okay. Einfach eins war einfach. Eins oder mit A den Donnerschock aufladen und dann ihn shoppen. Was Sinn macht, weil er ein Wasser-Pokémon ist. Aber siehst du, der hat ja noch Abklingzeit. Also das Ding ist invincible in dem Moment, wo er leuchtet. Guck ich mal mit A. Das ist gleich. Ich fange ihn kurz. Was los? Bam! Ihr habt gesiegt. Artillerie. Und das hat richtig viel Spaß gemacht. Nicht. Ich bin echt froh, in den Pokepark gekommen zu sein. Ich bleibe hier. Hier bleibe ich. Immerhin bist du nun mein Freund. Wunderschön. So, jetzt sprech mit Teddy Ursamann. Ja. Ursaring finde ich ist auch ein cooles Pokémon. Ja, das stimmt. Aber kann man halt nicht competitive oder so nutzen eigentlich. Schade. Ist nicht generell schade, dass das halt so unausgeglichen ist. Aber klar, du musst halt gut und schlechte Dinger irgendwie haben, ne, im Spiel. Mann. Mein Vater Ursaring ist mit Fionnontor befreundet. Hey du, willst du auf ein Ratespiel? Lass uns anfangen. Hier kommt die erste Frage. Was häuft sich auf dem Boden der Eiszone aller Orten an? Schnee. Baumwolle! Um jetzt nochmal das Rassismus-Thema aufzugreifen. Perfekt. Komm, jetzt zur nächsten. Ich fühle mich wie Dr. Evil, Alter. Mr. Power! Nein, gibt's auch nicht Blue, ey. Das sind nicht alle Filme. Echt? Super Scheiße. Also, ich kenne Box zumindest. Hm. Womit ist Lapras ausgestattet? Ein Klauenende. Mega Lapras. Perfekt! Zum Schluss noch Frage 3. Wer ist der größte Kraftrotz in der Eiszone? Das ist eine gute Frage. Also, Priscilla glaube ich nicht. Die Ursache glaube ich auch nicht. Mamutel wahrscheinlich eher. Ja. Mamutel. Perfekt! Hm. Alles richtig beantwortet. Du hast gewonnen. Somit sind alle der Ursache des Pokebugs deine Freunde. Spiele auch ein wenig mit meinen Geschwistern, wenn du. Oh yeah. Teddy Ursache ist jetzt dein Freund. Ich finde es aber schon ein bisschen gemein. Also, ich meine. Was ist das bei dir, wenn du mit jemandem befreundet sein willst, musst du dann erst ein Quiz überstehen oder mit ihm kämpfen? Du wolltest gerade zuerst sagen, befeuchtet, richtig? Befeuchtet. Wenn du mit jemandem befeuchtet sein willst, ja, dann musst du erst ein Quiz lösen. Boah, sick moves. So, noch weiter. Shit. Wir haben keine Zeit zu verschwenden hier. Was sagt ihr denn mit deinem Befreundet sein? Ja, und? Facebook-Proll. Jetzt war Facebook live. Ich meine Mitte erstmal, oder? Oder wollte ich erst mich? Ja, entscheide du, aber Hauptsache du bewegst dich. Ging das denn auch schon vorhin so schnell? Ja, ja. Ich glaube einfach nur, du bist jetzt länger, wenn du läufst, hast du eine minimal höhere Höchstgeschwindigkeit. Ja, das kann sein. Wie geht es an sich weiter? Oh, guck mal, da ist die Story. Nein. Da ist das Keifel. Oder ist das Keifel? 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 Manchmal passen auch die Stimmen gar nicht so zu dir. Welch seltener Anblick. Ja, Empoleon befindet sich hinter diesem Tor. Aber er hat es in Eis gehüllt und so lässt es sich nicht mehr öffnen. Ein Kraftprotz wie Mamutel könnte es mit links aufbekommen. Doch Empoleon hat es ihn nach einem Streit leider in einen Eiswürfel verwandelt. Du findest Mamutel jenseits des Sees. Könntest du ihn nicht aus seiner misslichen Lage befreien? Geh einfach den rechten Steilweg des dreifach gegabelten Weges hinunter, um zum See zu gelangen, der See des Todes. Natürlich. Ich weiß ehrlich gesagt gerade gar nicht, was Mamutel für ein Pokémon ist. Das fällt mir gerade echt nicht ein. Das müsste von einer späteren Gen, glaube ich, sein. Ich glaube, du kennst das gar nicht. Ich habe es aber schon mal gesehen. Also mir kommt es auf jeden Fall sehr bekannt vor. Oh, das ist ein Kyllia. Ist da? Ja, Kyllia. Oh, was denn? Das cool. Habe ich auch schon mal gesehen. Das entwickelt sich weiter zu der Waifu von allen Nerds. Shakira! Okay, du bist dran. Okay, natürlich, die Tussis darf ich alle sprechen, ne? Mhm. Du bist die länger am Haare.
Je mehr man den Eisbaum schmückt, desto schöner wird der. Möchte das denn niemand tun? Die singt einfach. Oh, Bodrogel. Der sieht ja richtig aus. Für dich. Den finde ich ja cool. Kennst du Bodrogel nicht? Der ist aus der zweiten Gen. Was? Ja, Bodrogel ist das Weihnachts-Pokémon. Kenn ich gar nicht. Wieso kann Curly ja nicht jetzt unser Freund sein? Offenbar schenkt Bodrogel dir Schmuck für den Eisbaum. Prüfe diesen, sobald du das Geschenk erhalten hast. Wie soll ich das machen? Ja, ich würde dann mit Bodrogel sprechen. Rippen. Ho, ho, ho. Also wenn du ein Freund von Seemops bist, dann gebe ich dir ein Geschenk. Möge dein Charme wie ein geschliffener Edelstein strahlen. So geh damit zum Eisbaum und prüfe ihn. Wow. Wo hat er das auf einmal hergezaubert? Aus einem Sack. Bodensackbeutel? Hm. Die Pflanze ist Pokémon eigentlich fort. Das weiß ich nicht, aber Ditto ist das Sexspielzeug aller anderen Pokémon. Jetzt auch so ein Comic irgendwie von wegen, wo ein... Oh, Shiggy! Shiggy! Oh, weißt du, was wir hier Shiggy gerade haben? Ich bin gleich wieder da. Shiggy. Wo ist er denn noch da? Leute, Vogelpark. Ernsthaft. So, wenn wir jetzt Shiggy als Freund haben, dann wird gleich auch Shiggy unser Freund in echt werden. Aber dafür müssen wir uns jetzt erstmal mit Shiggy befreunden. Okay. Oh, kein guter Start. Nee, die wollen doch immer geboxt werden. Ja. Es heißt dir... Nee, warte, wie mache ich Shiggy? Shiggy, so was. Shiggy, es heißt dir, sei die Versöhnung von Garados und Impagata zu verdanken. Stimmt das? Und das, obwohl du doch kaum größer bist als ich. Lass dich kaum ja zu fassen. Hey, lass uns kämpfen. Shiggy. Schick! Na gut, lass uns gleich anfangen! Okay. Schönes Respekt für Shiggy. Shiggy ist einfach cooler, ja. Bam! Shiggy ist aber anscheinend schwach. Was war das? Kackerknarre? Bestimmt. Die Steuerung ist echt hart, ne? Gerade in Kämpfen. Yay, yeah, wir haben Shiggy besiegt. Die Moves, die bringe ich auch bei der Absolut. Du bist so stark wie erwartet. Lass uns Freunde sein. Wir können viele Freunde finden. Wollen wir bald wieder spielen? Shiggy ist jetzt dein Freund. Okay, und deswegen, Shiggy, freut mich sehr, dass du jetzt bei uns bist. Shiggy. Na gut, sag guten Tag zu Shiggy. Hallo Shiggy. Wir sind so behindert, ne? Können wir den hier irgendwie platzieren? Ich glaube nicht, dass der... Also wie so ein richtiger Mafia-Boss. Wie so ein Don, ne? Ich mache. Der Pokepark gehört praktisch mir. ist nicht so. Du bist ja eingequetscht, aber ja, Shiggy. Ich glaube, ja, sobald ich da. Ich fettes Kind davor. Ja. So, ja, guck mal hier, Shiggy ist jetzt unser Homie. So, Shiggy gehört jetzt zu uns. So, spiel weiter. Ich glaube, es ist trotzdem auf Dauer. Okay, tschüss, Shiggy. Das reicht. Wir mögen unsere Freunde nicht. So. Ja. Baum. Ich weiß, bei Shiggy. Was haben wir jetzt gemacht? Ich habe jetzt die coolen Rennen gemacht. Das heißt, wir können eh vielleicht wieder was abgeben. Kühlia, guck mal. Ups. Das sieht richtig einfach wie ein Beyblade. Ach nee, ich würde mit dir spielen. Der Eisbaum sieht so schön aus. Schmücke ihn doch noch etwas. Mit was denn? Mit Shiggy. Einfach Shiggy an den Baum. Shiggy. Schmücke den Papagei. Papagei sag ich schon, den Pinguin an. Ich weiß nicht, das ist auf jeden Fall die Unterentwicklung von einem Polygon. Ich weiß aber nicht, wie weiter mitkommt. Plimpfler. Plimprin heißt der, okay. Die sehen alle so vornehm aus. Du könntest irgendwie einen Butler sprechen. Impoleon hat mir die Aufsicht über diesen Sessellift anvertraut, Sir. Ich kann sie leider nicht einsteigen lassen, Sir. Yes, Sir. Yes, Sir. Das wäre die falsche Intention. Oh, warte, sprich mal das Schild an. Oh, haben wir den schon hier? Sprich erstmal das Schild an, damit wir dann den Schnellreisepunkt kriegen. Oh. Ja, weil sonst kriegst du das nicht. Verstehe. Ja, da links ist Glaceon. Das ist Eevee? Das ist genau das Eis-Evoli. Das ist auch sehr cool. Scheiße. Die sind halt auch alle echt schön.
Naja, das neueste Silvaro, das Feen-Evoli, ist kackhässlich, Alter. Stimmt, das habe ich auch gesehen. Ich hasse das. Glaziola. Genau, dann heißt es auf Englisch. Du hast da mal viele Freunde. Du hast gerade ein sehr anmutiges Pokémon zu einem Baby. Das hat er selber so geredet. Glaziola. Dann mach ich es an dich. Das Band der Freundschaft glitzert so wunderschön wie Schneekristalle. Mitunter ist es aber auch so vergänglich wie jene weiße Pracht, die in der Sonne dahinschmilzt. Doch die Erinnerung daran bleibt dein kostbarster Besitz. Hui, jetzt geht es mir doch gleich viel. Was? Fängt ihr voll an das Gedicht? Was war das für ein Haiku gerade, ey? Kann ich spielen, ja, viel. Also die Evoli sind schnell, die Evoli, Okay. Dings. Aquana hatte ich, wie gesagt, nicht geschafft. Aber vielleicht kriegen wir jetzt Glaciola. Boah, was ist denn da los, ey? Ist das Eissturm ein, um uns zu kriegen, genau, oder was? Aber so schnell scheint es gar nicht zu sein, ne? Was kriegst du? Ja. Du bist so gut in dem, was du tust. Ah, du hast mich erwischt. Solch einen guten Gegner habe ich seit Carlos dem Großen nicht mehr gehabt. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Lass uns Freunde sein. Wollen wir bald wieder spielen? Ich bin nämlich sehr arg ehrgeizig und werde auf Gedeih und Verderb alles daran setzen, dich beim nächsten Male zu schlagen, auf das der Bessere gewinnen will. Schon ein cooles Pokémon. Ich denke die ganze Zeit nur, weil du möchtest, du mein Freund, möchtest du dies und das tun? Das ist einfach, weil du von Frozen gesagt hast, ne? Mhm. Ich warte nur darauf, dass ein Pokémon sagt, willst du einen Schneemann bauen? So, hier haben wir jetzt trotzdem ja alle. Hatten wir jetzt alle, ne? Ich weiß jetzt trotzdem nicht mehr, was wir machen sollen. Wir sollten, ach nee, wir sollten Dings Mamutu finden. Mamutel. Haben wir den schon irgendwo gesehen? Nee, ich weiß ehrlich gesagt auch nicht, wie Mamutel aussieht. Ah doch, ich glaube Mamutel war auch so ähnlich aus wie Keifel. Das war aber so eine Art Mammut. Na, da ist der Name, der Name. Das habe ich jetzt davon ausgegangen. Aber es hat, glaube ich, keinen richtigen Rüssel. Außer Donphan gibt es, glaube ich, keinen Elefanten-Pokémon wirklich einen Rüssel. Aber der hat doch den Weg beschrieben vorhin eigentlich, ne? Hat er ja. An der Kreuzung noch irgendwie, hat er doch was gesagt. Eine Krabi umhauen. Seemops auch. Seemops! Was ist denn die Ursa? Da, guck, ach, guck mal hier, Teddy Ursa kannst du ansprechen anscheinend. Teddy Ursa! Kannst du ihn sehen, da drüben jenseits des Sees? Findet sich der zu Eisestatue Mammut? Ja, stimmt, ja, das haben wir ja gesagt, ja, stimmt. I remember. Ich hab keinen Bock, den zu lesen, mach weiter. Na, wir wollen eine neue Pokémon machen. Ah, Frostetie. Also müssen wir Frostetie finden. Oh, für Landtor. Sieht ja cool aus. Achso, und jetzt müssen wir zu dem alles. Ich denke mal, wenn wir uns das zeigen, dann kann ziehen. Oh. Also, ja, das war eine lange Reise. Ja, Landtor. Na, egal. Oh, mein Frost ist in der Stecken. Das ist eine Frage. Nun, sie hat sich scheinbar Lust aufgelöst. Zuvor hat sie mir noch gesagt, dass sie nicht mit mir zusammen sein könne. Ich möchte sie daher mit meinem Ilo überraschen. Können Sie mir vielleicht dabei helfen, es zu bauen, wenn sie mir Altbücher bringt? Ich habe zwar schon einige selbst besorgt, aber ich will viel mehr. Liegen in der Nähe nicht welche herum? Du bist ein fucking Eis-Pokémon. Kannst du nicht selber Eisblöcke machen? Ja, es geht darum, die Bitch zu finden. Vor allem merkst du, das ist dieselbe Quest wie mit dem Bidoof. Naja. Das ist so einfach, das ist so einfallsreich, das Spiel. Ich hab mir einfach gedacht, ey, ich will nicht dieselben Assets und so weiter. Komm andere Texturen rüber, dann passt das. Deswegen sind die Eisblöcke, deswegen haben tatsächlich die Eisblöcke auch dasselbe Polygonmodell wie die. Wie die. Ja, mit einem Eisblock. Wird dieses Iglu gebaut. Um weiter zu bauen, müsste ich noch zwei weitere Eisblöcke. Könntest du mir zunächst bitte einen Eisblock bringen? Oh, Razzaf! Oh. Razzaf ist cool, Mann. Ich liebe Razzaf. Razzaf ist richtig geil. Razzaf, Razzaf! Wobei ich gerne Razzaf mal beruhigen würde, Mann. Boah, sein Pokédex-Eintrag in Sonne und Mond ist so heftig, ne? Wieso? Ich weiß jetzt auch nicht den genauen Wortlaut, aber da steht irgendwie drin, manchmal passiert es, dass Razzaf so wütend ist und sich so in Rage redet, dass es an seiner Wut stirbt. Das ist so, boah, right in the fields, Alter. Das ist ja richtig, Die Pokédex-Einträge sind richtig heftig, wirklich. So, mein Tor. Mein Tor. Mal. Ich hab grad verstanden, so ein Ton. So ein Ton. Wenn man war. So, mein Tor. Wenn man war. Ah, Ursaring. Das ist echt cool.
jetzt erstmal gegen. Warte, ich finde erstmal den dritten Eisblock. Nee. Stampf, Stampf. Hier. Also, wo muss ich hier noch? Oh, müsste ich ja wieder angucken. Ich mach ihn. Ich wollte in der heißen Quelle in der Höhlenzone baden. Aber Teddy Ursache stand darauf, im Schnee rumzutoren. Mir liegen diese Kartengefilde nicht. Aber nette Weise erlaubte mir Finoder, mich in seinem Igloo aufzuwerfen. Das nenne ich wahre Freundschaft. Finoder! Na, willst nicht gegen mich kämpfen? Der Kampf sollte einfach sein, er hatte mir eine riesige Zielscheibe auf den Bauch. Okay, lass uns anfangen. Stopp, stopp, stopp! Wieso kennt ihr so viel auf Abstand? Das wollte ich dann kaum mehr machen. Okay. Bam, bam, bam! Alter. Ich weiß nicht, war das hier abgeben, Alter? Bam! Voll geweicht, Alter! Alter, du hast sein Knie, Alter. Ja. My knee! My fucking knee! I once was an error on a turn like you, but then I took a Pikachu on the knee. du bist total gut. Rufe mich, wann immer du mich brauchst. Ich werde dir schon helfen. Spiele bitte auch ein wenig mit Teddy oder so, wenn du Zeit hast. Oh yeah. Sind, was kann man die wieder haben? Wo steht mir jetzt? Weil er Penner ist. Willmann-Tor. Haben wir Meisterung? Geht doch selber gut auf, oder? Ich will jetzt noch einen Eisblock und mach den so fertig muss rein. Ja, dann hast du noch einen. Wo ist dieser scheiß Eisblock, Alter? Muss ich irgendwo sein. Ich bin aber Rassab, bist du noch im Stadt eigentlich? Warte, Vorsorf. Muss Rassab. Ich weiß nicht, aber irgendwo. Ich hoffe nicht, dass er jetzt weg ist, weil der. Da ist doch der Eisblock. Ja, okay, aber ich. Nein, der geht, glaube ich, nicht weg. Ich glaube, so mit variablen Spawn-Zeiten der Pokémon und so weiter hat das Spiel halt nicht so unbedingt. Habe ich meinen da gesehen? Ich glaube, das erinnert mich jetzt. Vielleicht, weil er da jetzt das andere Igloo angebaut hat, dass er davon verdeckt ist. Ja, wunderbar. Aber wunderbar. Jetzt kann ich meine Igloo weiterbauen. Und aus einem Eisblock so machen kann. Weil wie macht er das? Er hat keine Arme. Oder Beine. Jetzt Sklaven. Oder Lippen. Ja, ho. Mein Igloo ist fertig. Das sieht doch klasse aus, nicht? Aber vielen Dank für deine Hilfe. Wenn wir nicht so sein. Ich habe eben gerüchterweise von dem Wingull gehört, dass die Frostedia unter seinem Sessellift gesehen hätten. Kannst du nicht einmal für mich nachschauen, gell? Und wie war? Okay, aber wegen Fall, wo wir antreffen wollen, das. Okay, er sitzt im Sessellift. Aber erstmal. Geh doch mal in das Igloo rein, vielleicht ist da ja irgendwas. Stimmt. Irgendein krasses Collectible oder so. Ich erinnere mich nur auf, dass hier Rassab weg ist. Der wird schon noch wieder. Da hinten ist er doch! Da hinten ist er. Oh. Ramm erstmal um! Ah! Oh, oh, oh! Dann greift er. Oh, der fand er nicht gut, oh. Der wird ärgerlich, oder was? Ja, ja. Ich wollte dich wieder verpissen. Nee, er kriegt doch die Fresse. Kriegt aufs Maul. Nicht den Konflikt, den keiner sticken, nein, weiter provozieren. Ist das behindert? Er hatte sich gerade beruhigt, du hast jetzt wieder angegriffen. Und Seemops auch mit. Egal. Jetzt hast du ihn getötet. Ursaring fainted. Komm her, Rassab. Du machst wieder auf Drogen, ey. Ist er ja auch. Du oder ich? Mach du mal. Warte. Warte mal auf. Hey du! Hast du noch auf einen Wettstreit? Du wirst doch nicht sicherlich einen Kampf mit mir wagen, oder? Oh. Nein. Tatsächlich? Schön. Dann lass uns gleich anfangen. Was? Richtig? Na gut. Hey du, lass uns mal einen Wettstreit. Du sollst nicht einen Wettkampf gegen mir wagen, oder? Nein, jetzt hab ich schon wieder eingerückt. Stimmt nicht mit dir. Nein, entschuldige. Bleib doch mal stehen. So, ich hätte gedacht. Hey du, hast du noch einen Wettstreit? Du wirst doch sicherlich einen Kampf mit mir wagen, oder? Okay. Sehr schön. Zack, du bist ein Kampf. Rass auf, rass auf. Okay, okay. Dann müsst ihr jetzt eigentlich springen und Steinwurf können und sowas. Nee, da rennt noch nicht zu. Alter! Die beste Pokémon-Attacke von allen, den Gegner anschwören. Die beherrschen anscheinend alle Pokémon. Warum? Der Mann, der hat doch diese Recovery. Hab ich noch einmal, dann ist er tot. US! So, du bist halt auch nicht. Boah. Ich habe uns hier über 1000 Bären geholt. Du bist wirklich gut. Bist du bekannt von dem Mankey aus dem Grund, wie du das erzählt hast? Sei bitte mein Freund! Lass uns bald wieder kämpfen! Rassab ist jetzt dein Freund. Schön. Das ist toll. So, jetzt müssen wir zu dem Frostedia, ne?
Übrigens, Frau Stetje ist Typ Eis Geist. Und wenn es ein Geist-Pokémon ist, dann weißt du natürlich, was los ist. Das ist traurig. Richtig, der Pokédex-Eintrag ist wieder creepy as shit. Da steht irgendwie mehr oder weniger so drin. Ich weiß nicht, ob ich daran erinnern kann. Es gibt ja dieses. In Japan gibt es ja in der Folklore dieses Märchen oder diese Sage von diesen Schneehexen, die auf Bergen leben und so weiter und Wanderer irgendwie anlocken. Ja. Das wurde, glaube ich, sogar in Final Fantasy VII thematisiert, wo du auf dem Berg kletterst, wo auch irgendwie so ein Monster ist, so eine Frosthexe irgendwie gegen ihn kämpfen muss. Ja. Jedenfalls ist Frostdesia genau dieses Pokémon. Und da steht auch irgendwie drin, dass sie Wanderer in ihren sicheren Tod in einem Schneesturm lockt und so ist. Also das ist auch total abgefuckt. Seemaps. Julian hat mir die Aufsicht über diesen Sessellift anvertraut. Ich kann Sie leider nicht einsteigen lassen, Sir. Wir sind immer noch beim Sie. Dann kehren wir doch wieder zum höflichen Sie zurück. Sie wollen also unbedingt mit dem Sessellift fahren. Franziska, öffne die Tür. Franziska. Ja, wir haben gestern mal neuer Freund geguckt. Ja. So, muss okay, ich habe schon den Satz beendet. Ah, okay, schön. Habe ich überhaupt eine Wahl? Nun, lassen Sie uns darum kämpfen, Sir. Sollten Sie gewinnen, dürfen Sie das Bettmobil benutzen, Sir. Mona, dann zeigen Sie mir doch mal, was Sie so alles können, Mr. Wayne. Call me Mr. Raven. Call me Mr. Wayne. Call me Alarm. Boah, stell dich auf die Affäre. Oh. Die können nur rutschen anscheinend. Wow, damn! Yeah. Fuck you! Wow! Oh. Holy shit, immer Blubber. Was? Ich glaub, das ist auch ungefähr tot. Wieso geht denn sein Angriff durch mein. Ist doch egal, haben wir ausweichen, attackieren. Durch meine Elektrizität durch. Wenn er jetzt abwarten, bis er wieder steht, ausweichen, attackieren. Lass mal ein bisschen mehr. Okay. Nein! Du willst sterben! Sehr gut. Scheiß Happy Feet Pinguin! Ist das Ding nochmal von der Sendung mit der Maus? Pitti Platsch. Ja, wenn, ja. Oder? Ist das der Pinguin? Ich weiß gar nicht mehr. Nee, Pitti Platsch ist doch dieser kleine Struppelkopf. Stimmt, aber wie war denn dieser Pinguin? Ist der einfach nur Pinguin? Die auf Knete? Ich weiß es nicht, ist doch egal. Weiß ich wieder, ich habe auch die Sendung mit der Maus geguckt. Oh je, da habe ich wohl nicht aufgepasst, Sir. Sonst hätte ich doch nie im Leben verloren. Aber versprochen ist versprochen. Schwarzenegger kann den Sessellift jetzt benutzen. Wir sind Pika-Egger. Ich glaube schon lange nicht mehr an ein solch strahlendes Lächeln, wie das eine gesehen zu haben. Hä? Freuen Sie sich denn so sehr, den Lift benutzen zu dürfen? Nein? Also hat es dir einfach nur Spaß bereitet, mit mir zu spielen. Aber egal, du hast eindeutig gewonnen. Mir scheint, sie könnten selbst Empoleon zur Umkehr bewegen. Finden sie es. Wenn sie den Sessellift zum Laufen bringen möchten, brauchen sie bloß einmal mit Schmackes gegen den Hebel zu sprinten. Dann kriegen wir hin. Prüfen sie den Sessellift, um damit fahren zu können. Ich wünsche ihnen eine gute Reise. The stage is yours. Boing! Da war das doch, wenn du gegen so ein Metallgetriebe rennst. Boing! Typischer Sessellift. Schiolau. Der Hills hat Eis. Der Hills hat Eis. Blippen. Blippen. Prüfen. Siehst du? Hat gesagt. Ja. Prüfen. Abwann. Pikachu fährt in Schiolau. Kasper-Style. Oh yeah, oder ist es? Ich glaube übrigens, das ist ein Grund, warum ich gerne snowboarde. Unter anderem wirklich Final Fantasy 7 ist, ne? Ohne Mist wirklich. Oh, das Morlord! Morlord finde ich auch cool. Sieht gruselig aus. Ja, das finde ich cool. Morlord! Das hört sich an, als würde ihm gerade einer an den Klöten spielen, während er seinen Namen. Morlord! Eine große Beere. Aha, ich habe niemanden anderen gegeben. Könnt ihr vielleicht eine große Beere liegen? Was eine kleine Beere. Die fehlt eine große Beere. Ach, hier. Oh, da. Surprise, eine große Beere. Surprise, motherfuckers.
Ja, wegen Final Fantasy 7, Snowboarden. Ja, nee, ich meine, das ist, also, ich bin ja Profi-Snowboarder, aber ich fahre sehr gerne im Winterurlaub und Snowboarder halt. Und ich glaube wirklich, dass meine Leidenschaft damals geweckt wurde bei dem kleinen Snowboard-Minispiel von Final Fantasy 7. Also, weil ich wüsste nicht, dass ich das vorher jemals gemacht hätte. Also ich habe auf der PS1 Cool Borders gespielt und bin SSX. Fett und unsportlich und habe keine Leidenschaft fürs Snowboarden. Immer SSX. Du fährst aber Ski. Ja, ja, ist aber auch schon lange her. Okay, jetzt kannst du mal die Frau sprechen. Mhm. Wie bitte? Ich soll mir das Iglo anschauen, das für Notor gebaut hat. Es überrascht einen doch immer wieder aufs Neue. Warum kommt er denn nicht persönlich abholen? Wie bitte? Das ist ihm zu anstrengend. Also echt, dieser Fernotor. Gut, dass du mich im Kampf besiegst. Tu ich ihm den Gefallen und kehre zurück. Sehr schön. Bist du bereit? Lass uns anfangen zu kämpfen. Dann zeige mal, was du kannst. Das ist auch so ein richtiges japanisches Pokémon, ne? Ja, ja, sag ich ja. Aber sieht cool aus. Ja, geil. Welche sieht zu? Ich glaube, Diamant und Perl. Kette genau. Cool aus. Geist. Nice. Das ist halt das Ding, was ich sage mit der Hexe, die im Schnee ist. Mhm. Cool. Sag ich diesen Horrorfilm angeguckt mit dem Wald, dem japanischen Wald, wo sich alle aufhängen? Also die Selbstmord begehen da? Also du meinst den Wald vom Fuji. Fuji, hm? Also ich weiß nicht, dass es darüber einen Film gibt. Hab ich noch nicht gesehen, aber ich glaube jetzt, damit der Margaret aus Margaret? Game of Thrones, die Schauspielerin. Marjorie meinst du? Ach, Marjorie, nicht Margaret. Marjorie, ja. Margaret! Margaret! Das ist Vanessa Dritten, Alter. Margaret! Margaret! Marjorie spielt da. Übrigens eine sehr interessante Schauspielerin, wie ich finde. Ja, der Film ist. Also das Ende ist ziemlich furchtbar, aber ansonsten ist der Film unterhaltsam. Okay, dann gucken wir den mal. Du bist wirklich stark, ich soll zu Fernator zurück, ja. Okay, einverstanden, aber das hätte ich früher oder später auch von mir aus getan. Also hab ich dich verarscht, aber es freut mich, deine Bekanntschaft gemacht zu haben. Lass uns Freunde sein, so. Dass du es bis hier geschafft hast, bedeutet ja, dass du Pilgrim besiegt hast. Oder? Der wird jetzt bestimmt vor Wut schäumen. Lass uns bald wieder kämpfen. Pika. Pika, Pika. Ich hab cool, ne? Also vom Design her echt. Ja. Schlecht. Oh, bad. Oh, bad. Oh, bad. No. Ich will nochmal das Mordor. Wir dürfen anfassen bei euch hören. Mordor. 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 So, ich muss hier wieder nach oben jetzt. Jo, war da ganz mal? Das war jetzt ein bisschen. Da haben wir aber Minimap halt nur gesehen, das ist geil. Okay. So! Wo müssen wir jetzt hin? Vor Stetier? Hier zu dem Wasser da, ne? Nein, zu dem Vieh, was ja, wo wir gesagt haben. Ein Geist war. Genau. Na, aber erstmal mit dem Typ, der sprechende Dinos gebaut hat, glaube ich. Was denn? Ich hab grad so komische Musik gehört. So ein Chor, ja. Aber es war, glaube ich, generell von der Mucke. Okay. Ich dachte, ich hätte gerade irgendwas getriggert hier. Mach ihn mit dem Zeug. Achso, da ist sie jetzt, ja. Ah, sie ist, ja. Hat sich nicht geportiert. Was ist denn hier? Ja, greif sie an. Was ist denn hier? Ich soll den See für dich gefrieren lassen. Nichts leistet das, ich lege sofort los. Was ist denn hier? Ich soll also diesen See gefrieren lassen. Stimmt das, los geht's. Dass man das auch so krass rhymen kann, ne? Und mit so einer Melodie einfach. Ne? Alles. Ich muss einfach nur Style haben. Boah, genau so. Style ausbeuten. Wenn man der Mentor von Moneyboy ist, dann kann man das halt. Was willst du machen? Haben wir eigentlich so ein behindertes Pikachu?
Also ist das irgendwie, weiß ich nicht, so... Das ist ein Mongoloiden-Pikachu. So bei der Geburt irgendwie so mit so einer Zange rausgeholt worden irgendwie, dass so leicht verformt wurde alles im Hirn. Hat irgendwie zu lange keinen Sauerstoff bekommen. Bigger. So, nun kannst du dich zum Mammutel begeben. Was, wie man den gefrorenen Mammutel auftauen kann. Möchtest du wissen, habe Vertrauen in deine Stärken. Und dann einfach mehrmals kräftig gegen ihn. Nicht irgendwie mit Feuer oder so, nein. Wir müssen es wieder einfach nur mit unserer Birne. Das wäre geil, wenn man so Pikachu die Elemente beibringen könnte. Zumindest mit dem Spiel. Das war nicht sinnvoll. Mit der PM oder so. Ja. Oder halt so ein Buddy herbeirufen könnte. Dass man ja, dass man so einfach spielt mit Glumanda. Ja. Das würde das Spiel aufwerten. Ja, definitiv, ja. Ist das deiner? Das ist nicht fröhlich. Du hast mich gerettet! Vielen, vielen Dank! Was sagst du da? Das soll ich dich nicht mehr öffnen von dem Folien ist einfrieren lassen? Das überlasse nur mir! Mit dem Kopf ist das Spiel fertig! Ein Stoß genügt! Er hat so schön Mammute gesagt. Mammute! Mammute! Oh, das ist ja niedlich. Ja. Ja, da gehst du im Polion. Ihr habt dein Bestes versprochen. Was? Aber ich bin doch im Polion, weil er mich zu einem Eiswürfel verwandelt hat. Unterschätzt mich ja nicht. Im Polion und ich haben unsere eigenen Ansichten in manchen Angelegenheiten. Nicht mehr und nicht weniger. Meine armen Nachbarn. Dass du nicht Luft holen musstest gerade. Weißt doch, ich kann sehr lange damit auskommen, etwas in meinem Mund zu haben, ohne Luft schnappen zu müssen oder einen Würgereflex auszulösen. Yeah. Oh, da ist Empoleon. Oh! Endboss und so. Das sieht wirklich so Endboss-mäßig aus. Ja, das bei, dieser Floor war das auch so, bei der Zone. Das ist der Bummer. Den machst du. Der muss ja noch vornehmer sein. Oder ein bisschen aggressiv vornehmen. Also der ist nachempfunden von Napoleon tatsächlich. Also versucht Napoleon zu sprechen. Eine leichte Aufgabe. Wie spricht man Napoleon? So viele Aufnahmen kenne ich nicht von ihm. Mann, was für ein Lärm! Oh, Mammutl hat das Tor geöffnet und wer in aller Welt bist du? Was sagst du da? Du hast eine Nachricht von dieser Flor für mich. Er möchte sich wieder mit Blogok und mir versöhnen. Nein, das ist Lokok. Lokok. Er muss etwas im Schild führen. Wenn du mich vom Gegenteil überzeugen willst, dann versuche mein Spiel zu meistern. Ha. Du kannst ja nicht einmal über das Eis gleiten. Mit so jemandem gebe ich mich gar nicht erst ab. Gib auf und kehr um! Blinkfahrt ist auf den Kalt, ja. Das ist so niedlich, ey. Das ist so interessant. Ja, das ist die Unterentwicklung von dem Ding. Für mich ist das eisige Terrain kein Problem. Alle Pokémon in der Eiszone sind in Sorge um dich, Empoleon. Warum verschließt du dich hier vor uns allen? Was für ein aufbrausender Besucher ich da habe. Aber ihr wisst einfach nicht, wie wichtig es ist, ein stählernes Herz zu besitzen. Ein stählernes Herz lässt sich weder von Freude noch von Trauer aus der Ruhe bringen. Es ist hart genug, stets eine ruhige und ausgeglichene Grundstimmung beizubehalten. Wie Stahl eben. Das ist lustig, weil das Ding Typ Wasser, Typ Stahl ist. Hm. Lustig! Okay. Als ich Bisaflor und Lobok, zwei Pokémon, die ich einst zu meinen besten Freunden zählte, plötzlich gegen mich wandten, erfüllte dies mein Herz mit Trauer und Zorn. Ich erkannte, wie schwach ich war und schloss mich hier ein, um mein Herz weiter abzuhärten. Also, schon eigentlich ist das Ding voll, das Ding ist voll Emo. Aber schon ist es ein bisschen Story gerade. Voll Emo. Ja, aber ey, schon traurig. Komm und veredle dein Herz bei diesem Spiel zu einem echten stählernen Herz. Mann, was würde ich nicht tun? Das ist so ein asoziales Stück Scheiße. Ja, Mann. Los. Auf. Auf, los geht's. Hier entlang mit.
mich zum Ruhestand. Ich brauche ein neues Bier. Ja, dann hol dir jetzt eins. Ah, dann bitte. Aber du darfst es nicht spielen machen. Ja, natürlich darf ich das. Ich habe ja auch gute Manieren. Siehst du wie andere Leute? Ich entschuldige mich. Ich wurde deswegen schon mal in einem bei Battlefield, wo ich das noch so ein bisschen gespielt habe, angezählt. Wo ist der Öffner? Bist du mit? Ja. Da war es komplett wirklich untersagt zu rülpsen im Shit. Besser ist das! Feuer und Tod! Ja. Ja. Okay. Düse so schnell du kannst die Piste hinab, bis du das Ziel erreichst. Auf los, bla bla bla. Und wieder das hier. Oh, jetzt kann ich mit Bremse mit 1. Ah, oh, okay. Ja, und ansonsten wieder dasselbe. Oh. Boah, ich nehm Schigi, Alter. Ja, auf jeden Fall Schigi. Schigi! Wobei, ihr Dingsbums natürlich storytechnisch besser gepasst hätte. Ist mir doch egal. Das ist mehr, oder? Die Mucke. Bam, bam, bam! Wow! Geht aber echt ab, du. Alter, ich bin echt. Ja? I don't know where I'm going, man! Das ist was. Wow. Ja, ich weiß jetzt, dass ich hier halt dann stärker einlenken muss. Ja. Das war ich beim ersten Mal noch nicht so drauf. Und die 1 brauchte ich bisher noch nicht zum Bremsen. Wie Mario Kart. Ja, das stimmt. Da braucht noch niemand die Bremstaste. Seit du fährst bei 200cc, da brauchst du es wirklich. Das ist krass. Okay, du brauchst es wirklich. Merke ich gerade. Die Kurve war zu scharf. Ah, nein! Der Mario kann auch so schlecht machen. Das ist kein Geheimnis. Los, 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 los! 50, reicht das? Weiß nicht, was braucht man? Alles grün. Ja, easy. Easy, beasy, alles ist cheesy, Alter. Easy peasy, lemon squeezy. Don't forget your cheesy peasy. Besser hätte ich nicht sagen können. Das ist doch 150 mehr. Also mit der Währung haben wir echt... Keine Probleme hier, ne? Wobei, wenn du jetzt überlegst, dass so ein verbesserter Donnerstock oder was auch immer dich halt 1000 kostet. Ja gut. Das ist schon okay dann halt so, ne? Also, oh, gut, das sieht schon mächtig aus. Diese Dreizack-Optik. Cool. Ja. Du hast also tatsächlich mein Spiel gemeistert. Nimm dies als Beweis. Für mich bitte halt. Sehr gut. Ich würde euch ja gerne über diese Glanzleistung loben, aber so wie ihr euch von euren Leistungen bei meinem Spiel herunterziehen oder ermuntern lasst, wird immer deutlicher, dass ihr keine Ahnung davon habt, was es bedeutet, ein stählernes Herz zu besitzen. Aber ich selbst habe auch noch viel zu lernen. Eure strahlenden Gesichter haben mein Herz mit einem wohlig warmen Gefühl erfüllt. Ob Bisaflor wohl dasselbe spürt? Ein stählernes Herz allein ist noch kein Zeichen von Stärke. Irgendwie erinnert mich das alles gerade sehr stark an Kingdom Hearts. Irgendwie schon. Ja. Ich werde Bisaflor und Logok wieder in meinem Herz öffnen. Und mich... Du bist so ein Asi. Schau weiter. Und mich... Nicht rülpsen. Achso, Entschuldigung. Mit ihm versöhnen. Ach ja. Das ist halt echt. Ja. Das ist hier nicht irgendwie... Skriptes. Richtig. Ne, wo man die Rülpsgeräusche halt reinsetzt extra. Kannst ja irgendwelche Pieptöne davon machen. Nein. Das wird zu viel Aufwand. Zu viel Aufwand, ich will nicht. So. Jetzt kann ich hier noch... Impoleon. Achso, okay, da fängt ich lang, weil da geht's Piste runter. Wahrscheinlich guckt bis jetzt eh keiner mehr. Ja, das kann sein. Das ist halt so. So die meisten tun sich bestimmt so die ersten so 10 Minuten an. Tatsächlich war der Anfang, glaube ich, zu langsam. Also zu langweilig. Das kann sein, ja. Nein, ich kann ja sehen in der YouTube-Statistik, wer sich, oder wie viele User zumindest, nicht wer, aber wie viele User tatsächlich draufgeklickt haben und sich das auch wirklich zu Ende angeguckt haben. Das sehe ich ja. Also guck das Video gefälligst zu Ende! Hätte man vorher sagen sollen. Dann fühlen sich, also dann sind die Fans, sagen wir, die Zuschauer,
die dich öfter gucken, vielleicht auch eher angehalten, das zu ändern zu gucken, weil sie sich kontrolliert fühlen. Wie so eine Hausaufgabe. Das könnte sein. Das du kannst ja vielleicht aber am Anfang, wo wir uns ein bisschen Schwert noch vorspulen einfach. Ja, ich glaube, ich werde das auch zum Teil ein bisschen kacken. Weil... Das war zu heftig, das fand ich ja selber auch langweilig. Jetzt geht's. Ja. Aber vorhin... Vorhin war super scheiße. Ja. Liegt halt nur alles an dir. Du hast halt noch nicht gerülpst, deswegen war es langweilig. So, aber wo muss ich jetzt hin? Schlimm, dass das so ein... Egal. Wo muss ich jetzt hin? Weiß nicht. Was war denn jetzt? Wir haben jetzt... Napoleon haben wir jetzt auf unsere Seite gezogen. Ja, ist eine gute Frage, was wir jetzt machen sollen. Ich glaube, ich gehe mal zurück wieder zu dieser Standard-Mittelzone da. Das hab... Was soll man sonst machen? Labras. Oh, ich bin so dumm. Ich hätte doch einfach das Ding nehmen können, ne? Den drückt die Peli. Der Treffpunkt 2. Dann fliegst du zurück zum Treffpunkt, wo Palimpfe bereits versucht, den Heißluftballon zu reparieren. Ach stimmt, ich habe gerade irgendwas gesagt vom Heißluftballon. Aber wo war das? Das war doch hier, oder nicht? War am Strand noch. Am Strand war das noch? Oder? Bist du dir sicher? Ich weiß es nicht. Nee, das war ja doch, das war da, wo Lapras das erstmal getroffen haben. Lapras hat das dann rübergebracht. Das leuchtet tatsächlich ein bisschen ein. Und davor war noch, also das war halt noch am Strand. Ne? Und Lapras hat uns dann herübergebracht und dann haben wir den Shit hier gemacht alles. Okay, warte, dann muss ich jetzt, wenn ich jetzt wüsste, welcher der roten Punkte der richtige ist, ne? Dann wäre ekstatisch. Aber die ist auf jeden Fall richtig Peli. Ekstatisch. Sorry. So, sprich mit mir. Ja, überall hin.